Eigentlich ist es kaum zu glauben, aber die Forderung gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist nach über 100 Jahren noch immer nicht erfüllt. Deshalb und weil es in puncto Gleichberechtigung für Frauen und Männer noch genug zu tun gibt, unterschreiben wir heute die Unterstützungserklärungen, damit das Frauenvolksbegehren 2.0 stattfinden kann. Ich werde das Frauenvolksbegehren unterschreiben, weil ich dafür bin, dass die Frauen die gleiche Bezahlung erhalten für die gleichwertige Arbeit. Die Frauen arbeiten ihr Leben lang und erhalten viel zu wenig Pension. Ja, ich unterschreibe hier heute das Frauenvolksbegehren, weil es für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, für gleiche Löhne, für gleiche Arbeit im Jahr 2018 höchste Zeit ist. Abgesehen von allen allgemeinen Anliegen möchte ich meinen größten Respekt an Nicola Werdenig übermitteln und ihr vielmals danken, dass sie ihren mutigen Kampf in dieser wichtigen Sache begonnen hat. Ich unterschreibe das Frauenvolksbegehren, weil ich der Meinung bin, dass echte Wahlfreiheit nur gegeben ist, wenn es hochwertige, kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Österreich gibt. Solange das Wort von Frauen noch immer nicht so viel Gewicht hat wie das Wort von Männern, solange das, was eine Frau verdient, immer noch weniger sein muss wie das, was ein Mann verdient, gibt es viele Gründe, dass man dafür unterschreibt. Und ich unterschreibe ein Frauenvolksbegehren.